Nach der schier endlos anmutenden Elektrolithöhle haben wir nun endlich Panaero City erreicht. Regnerisch ist es hier. Fühlst du dich hier wohl? Der Großvater von Geraldine war ein legendäres Fliegerass. Ach, Geraldine ist übrigens die Arenaleiterin dieser Stadt. Sie ist eine ganz reizende Person. Aha, sie ist schnell gereizt, verstehe. Nein, Quatsch. Okay, hier ist ein Häuschen. Ihr steht da wie bestellt und nicht abgeholt und guckt euch an. Im Quadrat, was zum... Wenn es um Pokémon-Attacken geht, sind wir in unserer Familie sehr wählerig. Um in den Besitz einer Herzschuppe zu gelangen, werde ich Harmonietests machen oder der Dame in Maria City meine Pokémon vorführen. Wer ich bin, willst du wissen? Ich bin der Attacken-Verlerner. Soll ich eins deiner Pokémon eine Attacke vergessen lassen? Nee, lass mal. Komm wieder, wenn du möchtest, dass eines deiner Pokémon eine Attacke vergisst. Mich nennen alle Fräulein Erinnerung. Ich kenne nämlich alle Attacken, die Pokémon beim Heranwachsen lernen. Und ich kann dafür sorgen, dass sie sich wieder an sie erinnern können. Tausch gegen ein Item namens Herzschuppe helfe ich dem Gedächtnis eines Pokémon gerne auf die Sprünge. Soll ich etwas... Ja, brauchst du nicht. Komm mit einer Herzschuppe wieder, wenn ich einem Pokémon mit einer alten Attacke auf die Sprünge helfen soll. Gut zu wissen, dass es also hier in Panaero City. Panaero? Panaera? Warte mal. Panaero City. Okidoki. Mensch, da ist ein Flughafen, oder was? Und wer kommt da an? Hallo? Darf man stören? Oh, hallo. Du bist doch Markus. Lass mich doch mal deinen Pokédex sehen. So, dann schauen wir mal. Du bist bereits 68 Pokémon begegnet. Ich kann nichts dafür, wenn in der Höhle tausendmal dasselbe Pokémon auftaucht und so. Genau das meine ich sogar. Oh, sogar einem Klick bist du begegnet. Das ist echt nicht von schlechten Eltern. Wo habe ich denn nur meine Manieren? Da habe ich vor Leute Aufregung doch glatt vergessen, mich vorzustellen. Mein Name lautet ebenfalls Esche. Eberhard Esche, um genau zu sein. Ja, du hast richtig gehört. Und die einzelne Dame, die den Pokédex anvertraut hat, ist mein herzallerliebstes Töchterlein. Echt? Es ist wirklich ein glücklicher Zufall, dass wir uns hier nun persönlich treffen. Sie hat mir schon viel von dir erzählt. Nun, zur Feier des Tages werde ich dein Pokédex ein wenig aufrüsten. Definiere. Es gibt Pokémon, die unterschiedliche Formen besitzen, obwohl sie derselben Art angehören. Fortan kannst du jederzeit überprüfen, ob du einer bestimmten Form schon einmal begegnet bist oder nicht. Darüber hinaus habe ich dein Pokédex auch um eine Suchfunktion erweitert. Du bist wer, Geraldine? Guten Tag, Professor Esche. Wer ist denn dieser Trainer? Ach, natürlich. Entschuldige, Geraldine. Markus ist mit meiner Tochter befreundet und bereist Einall, um den Pokédex zu vervollständigen. Verstehe. Dann wirst du dich gewiss bald in meine Arena stellen. Toll, ich kann es kaum noch erwarten. Genau, Markus. Das solltest du unbedingt machen. Aber pass auf, in dieser Arena kann der Schuss schon mal nach hinten losgehen. Also Geraldine, ich muss los. Ich melde mich wieder, wenn ich deine Hilfe brauche. Ach, Professor, ein Flugzeug ist eine Frachtmaschine. Ich kann zwar Güter, aber keine Menschen transportieren. Außerdem sind Kanto und Sinnoh auch nicht gerade um die Ecke. Kaum zu fassen, dass du mir... Ja, und Sinnoh damit... Johto damit auch nicht. Kaum zu fassen, dass du mir diese harten Worte oder mit der Wimper zu zucken ins Gesicht schleuderst. Menschen sowie Pokémon müssen sich doch gegenseitig helfen. Also dann, ihr Lieben, wir sehen uns. Tschüss mit Ös. Bis später, Attentäter. Wie bitte? Harte Worte? Ohne mit der Wimper zu zucken? Jetzt bin ich wieder am Ende am allen schuld. Wie? Wie konnte der nur zu einem weltweit angesehenen Pokémon-Professor werden? Wie auch immer, Markus. Als Arena-Leiterin freue ich mich schon ganz besonders auf deine Herausforderung. Ich habe allerdings zuvor noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Als ich vorhin mit meinem Frachtflugzeug über den Turm des Himmels flog, habe ich etwas auf der Turmspitze gesehen. Ich bin mir sicher, dass es ein geschwächtes Pokémon war. Man kann es doch unmöglich einfach dort oben liegen lassen. Ich mache mich umgehend dorthin auf. Du kannst mich begleiten, wenn du willst. Zum Turm des Himmels gelangt man über Rotes 7. Alles klar, man darf vorher nicht gegen die antreten. Merkwürdig, der ist Vater von der Professorin? Man hätte doch ihn einfach den Professor sein lassen können, der einem das Pokémon gibt. Und Professor Esche ist so jung? Ich dachte, das wäre der Bruder oder der Ehemann, keine Ahnung. Eine Stadt vom Winde verweht. Nein, Neuborkia ist vom Winde verweht. Ich gucke erstmal in die Häuschen rein. Hi. Kein Wunder, dass draußen keiner rumläuft, also die Bekloppten ohne Regenschirm. Wenn du den Orden der Arena von Panaero City errungen hast, verrate ich dir was ganz Tolles. Kanonen, Kanonen, wo jemand schaut. Wir sind Geraldines Arena, nicht mangelt, dann sind es Kanonen. Echt, warum? Siehst du, die Gewächshäuser rings um die Landebahn. So können wir das erntefreie Gemüse in Windeseile in alle Welt verschicken. Ja,
Die meisten Tiefkühlgemüse werden ja auch direkt tiefgekühlt und vom Feld aus. Und manche sagen auch, die wären dadurch gesünder als frisches Gemüse, was ja ein paar Stunden oder so rumliegt. Und ja, kann man sich drüber streiten. TM freier Fall, was ist das für eine Attacke? Mit einem Leerzeichen. Eine Attacke hat normalerweise nur ein Wort. Ich kenn's kaum anders. Mich faszinieren Flugzeuge, die elegante formvollendete Gestaltung der Maschine, die Zweckdienlichkeit ihrer Mechanik. Alles perfekt auf den Flug abgestimmt. Es wird immer dunkler, merkt ihr das? Und dauernd verändert sich eben beim Gespräch schon und jetzt wieder. Wenn du aufpasst, kannst du von mir aus auf der Landebahn spielen. Denn hier landet täglich nur eine Frachtmaschine. Aha, jeden Tag nur eine Maschine, ist ja schwach. Wir könnten jetzt auch über den Berliner Flughafen reden, aber ich glaube, ich lasse es lieber, weil sonst nimmt das kein Ende. Will man schmackhaftes Gemüse züchten, muss man es im Gewächshaus aufziehen. Nährstoffzugabe, Luftfeuchtigkeit und Temperatur werden automatisch geregelt. Bei einer derart effektiven Aufzucht wird das Gemüse frisch und knackig. Ist das so, ja? Das sind die ganzen Gewächshäuser, da darf ich nicht rein, ne? Okay. Ist ja jetzt auch nicht so viel, ne? Aber am Pokémon gemessen. Wie viel willst du da schon noch hinmachen? Eine riesen Landebahn haben sie hier. Ach, da sind noch mehr Gewächshäuser. Okay. Habt ihr euren Spaß? Hallo? Menschen und Pokémon haben seinerzeit mit vereinten Kräften eine unwirtliche Ödnis wieder urbar gemacht. Dieser tatkräftige Gemeinschaftsgeist von Eis wird niemals verschwinden. Die reden heute alle so ein bisschen geschwollen. Vom Flughafen von Panayero City heben ausschließlich Frachtflugzeuge ab. Trainer, die selbst fliegen wollen, sollten sich der Attacke Fliegen bedienen. Haben wir sogar, ne? Zuschalten jetzt schnell und sicher. Aber kann ich das eigentlich schon benutzen, Fliegen? Das wäre interessant zu wissen. Warte mal, hier war ich. Ne, warte, war ich hier? Ja. Hier war ich, genau. Okay, das ist nicht die Arena, das ist das Pokémon Center. Dann gibt alles Sinn. Es scheint eine ganze Menge Leute zu geben, denen von Team Plasma ein Pokémon gestohlen wurde. Die Schweine. Schon sind wir auf Route 7. Die Stadt ist dann doch eher klein gehalten, ne? Ein Flughafen, aber keine Stadt dazu. Merkwürdig. Die zwei Häuser und das Pokémon Center. Ich habe noch nicht mal die Arena gefunden. Ich. Doofbeutel, hier ist sie doch. Steht auf dem Schild. Pokémon Arena von Panayero City. Arenaleiterin Geraldine, eine Meisterin der Lüfte. Ah, Zebritz wird zum Zuge kommen. Oh, Geraldine, es wird zu wissen. Sie ist mit der Frachtzustellung rasch irgendwohin verschwunden. Ich glaube, sie wollte zum Turm des Himmels. Ich weiß. Ich bin up to date. So, ich muss aber wirklich ein paar Sachen erledigen, die mich in den letzten paar... falsch gelaufen. In den letzten Parts wirklich immens gestört haben. Ich will mein Teammitglied Vegi Cheetah zurückhaben. Ich habe es ja ausgetauscht durch das gute... Wie heißt es doch gleich? Na, wie heißt es doch? Das Ding da auf jeden Fall. Seso Kids. Weg damit. Das meinte die übrigens, die ist ja ein R gewesen, meinte der übrigens wahrscheinlich damit, weil er sagte, Pokédex geupdatet. Verschiedene Formen anzeigen, also es gibt ja durchaus einige. Auch in der vierten Generation gab es die schon, diese einen Pflanzenviecher, die haben ganz viele verschiedene Formen gehabt. Und es gibt auch diese Schmetterlinge, die auch wirklich sehr viele verschiedene Formen haben, aber Details sind mir da nicht bekannt. Habe ich die schon geheilt gerade? Die sind alle geheilt. Gut. Alle geheilt. So, was ich jetzt brauche, ist Schutz. Aber mal sehen, was die noch so anbieten. Der verkauft TMs. Einiges an Asche, aber ich könnte mir alle leisten. Ganz im Ernst. Sandsturm. Nee, brauche ich nicht. Das sind alles diese Wetterdinger. Die sind mir ein bisschen zu fuddelig. Die sind mir ein bisschen zu fuddelig. Hyperbell habe ich ja eigentlich auch genug, ne? Legendäre Pokémon werden mir jetzt erstmal nicht mehr über den Weg laufen. Schnapp dir mal ein paar Beleber. Man kann ja nie wissen. Hyperheiler gibt's auch schon. Super. 12.000 schlage ich zu. Haben wir denn Fruchtseile? Ich habe zwei Stück, das reicht. Topschutz, dafür gebe ich jetzt Geld aus. So, bitte. Ich weiß, wo es mangelt. Ich habe jetzt Topschutz und zwar nicht zu knapp. Und wer die letzten Parts gesehen hat, der wird mir wohl zustimmen, dass das nötig war. Ohne Flachs. Das hat mich ja aufgeregt. Ne? Ich hoffe, mir sind nicht allzu viele Zuschauer abgesprungen. Wenn doch, dann schaltet mir ein. Bitte. Nein, ernsthaft, das war echt nicht schön. Und
Du sprichst mich also tatsächlich an? Ein Trainer von Format, so mag ich's. Hier, diese TM ist für dich. Ladestrahl? Erklär mal. Mit dem Ladestrahl kann ein Pokémon den Wert seines Spezialangriffes erhöhen. Mit etwas Glück werden seine Attacken also immer stärker und stärker. Spezial. Welche Pokémon bei uns Molimorba bestimmt, ne? Guck ich mal. Ja, Spezial. Du nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Ist euch aufgefallen, dass Molimorba so das Einzige ist, was auf Spezial geht? Die meisten anderen? Gut, Vegeta ist ausgeglichen, aber sonst du? Ich glaube, das ist was, mir fast lieber als Schmeichler. Okay, bringen wir das Molimorba bei. Nur finden hier. Was ist ein freier Fall? Sachen gibt's. Das Elektro. Moment. Ach so. Spezialangriff des Anwenders. Aber selbst Zebritz ist doch physisch eher, oder? Das ist ja der Witz. Lass mal gucken. Vielleicht habe ich auch übersehen. Nee, der... Doch. Lol. Funkensprung, Nitroladung. Ja. Lassen wir es erstmal. Ihr könnt ja ruhig in die Kommis schreiben, was ich da machen könnte eventuell, aber... Ich wusste halt nicht, dass es... Ich dachte, es tut halt nur den Spezialangriff permanent stark erhöhen. Ich wollte zum Turm des Himmels, aber ich habe mich verirrt und bin hierher versackt. Versackt. Vielleicht hast du im Kampf versagt. Enzo. Enzo ließ gerne die Enzo. Grillcheater! Das wäre was für unsere Picolente. Ehrlich gesagt. Es regnet sogar. Das verstärkt da. Das verstärkt ja Wasserattacken. Da bin ich gerne zu haben. Ja, Silberblick. Siehst du, er kann es verhindern. So, Ruheort. Die Attacke ist ein bisschen schlecht gelegen, aber... Was soll's? Das reicht nicht, obwohl der Regen eigentlich Wasserattacken noch verstärkt und du sehr effektiv bist und Step ist, aber es reicht trotzdem nicht. Schade. Er muss sich entwickeln. Level 35 ist es dann soweit. Aber es ist dann auch seine letzte Entwicklung. Alle anders als bei Molimorba. Okay. So, was im Pokémon war hier irgendwie in Not? Wir gucken gleich mal. Ich liebe ja die Attacken Megasauger und Gigasauger. Die Kampfpunkte des Gegners werden weniger und die eigenen mehr. Ja, dann gib mal her, oder? Sag mal, hast du dir denn schon ein Sedimantur geschnappt? Also falls du ein Sedimantur hast, würdest du vielleicht gegen meinen Emolga tauschen wollen? Nee. Verstehe. Sprich mir einfach wieder an, falls du deine Meinung ändern solltest. Schade. Also wenn die jetzt irgendwie mir Gigasauger hätten beibringen können, hätte ich das mir für Wegemarkt durchaus überlegen können. Vielleicht kriege ich das ja noch. Sag mal... Okay, da kann ich so. Ich dachte, das wäre nur für Fahrrad. Ach du Schande, was ist denn das hier für ein Gemüse? Ich glaube, ich gehe doch erstmal... So, aber vorsichtig. So, da ist ein Trainer drin. Balancieren. Okay, und du? Die Holzplanken sind tückig. Du darfst nicht auf ihnen verweilen, sonst fällst du hinunter. Okay. Kam ja von hier, ich bin gerade ein bisschen... verpeilt. Okay, rein in den Speck. Hier gibt es viele wilde Pokémon, würde ich schätzen. Alter! Das Vieh in Wild hatte ich bisher auch noch nicht. Es regnet, das nervt echt ziemlich im Kampf. Weg hier. Flucht gescheitert. Es gibt Sachen, die ich lieber lese, also... Oh, Mann! Man will nur mal ent... Ich habe also Topschutz. Ja, aber für die will ich... Obwohl, ich setz gleich ein. Im hohen Gras gibt es nicht nur starke Pokémon. Es gibt auch Schwächlinge. Nur die Schwachen werden überleben. Dietrich. Dietrich. Hallo, Dietrich. Mensch. Wie geht's? Toll, jetzt ist es viel paralysiert und alles. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Dabei... Fällt mir was ein, aber... Aber mal sehen.
So. Und Psycho-Schock. Hat mehr Effekte erhofft. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie der exakte... Was machst du? Initiative. Okay. Was besser ist? Psycho-Schock oder Psy-Strahl? Ich denke mal Psycho-Schock. Kann man jetzt nicht wirklich als Vergleich nehmen, weil es eben ein Volltreffer war. Moneyball war Level 32. Wie geht Cheetah? Da wechseln wir doch gerne mal zu unserem Verkokel. Da würde ich verkokeln. Oder verkohlen. Was weiß ich. Ne? Das soll alles vorkommen. Der Dietrich will's wissen. Eieiei. Gut, dann nimm meine Nitro-Ladung. Ich hätte mal Brandstempel probieren sollen, oder? Ich muss sowieso mal gucken, was Verkokel eigentlich für ein Gewicht hat. Ich muss mal ganz kurz im Pokédex gehen. Könnten ja sowieso mal Lucky Lucky machen. Ist jetzt ein bisschen schwierig, weil es ja regnet. Das müsste die Kraft des Feuers schwächen, aber Regicheater geht trotzdem down. Das Gegnerische wohlgemerkt. Nicht meins, nein. Meine, bist du ja total stark, Junge, was für ein Trainer. Und? Yes! Nanu, Molly Morba entwickelt sich. Danke. Langsam wurde es dann doch ein klein bisschen schwach, aber damit wird es mithalten können. Molly Morba digitiert zu... Hypnomorba. Ich weiß nicht. Von der Optik hat mir das alte besser gefallen, aber es ist definitiv stärker und das freut mich. Ein Hyperball liegt hier einfach mal für die Quote rum. Jetzt setz halt einfach deine verdammten Topschutz ein. Ich will nicht, dass so wieder einer kommt. Und das hält ja dann noch ein Momentchen. Oh, sind die Top... Ja, ganz oben. Macht Sinn. Okay. Du noch. Hi. Oh. Oho. Ah, sowas aber auch. Du bist ja gar kein Pokémon, sondern nur ein Trainer. Haarscharfer Kantpanzerauge. Sag mal, in so hohem Gras hätte ich echt Angst vor Zecken. Ich gehe eigentlich niemals ins hohe Gras und schon gar nicht, was über den Kopf ragt. Weil da kann man sich ruckzuck irgendeine Krankheit holen. Hypnomorba, schön dich zu sehen. Ich hoffe, du haust jetzt ein bisschen mehr rein. Allerdings sieht es immer noch ein bisschen schlecht aus, weil es paralysiert und schon angeschlagen. Aber eine Schwächung wird es auf keinen Fall gewesen sein. Vibrana kriegst du kaputt, oder? So sieht's aus. Sieht ganz nach Schallquaps Weiterentwicklung aus. Na super. Serapentra. Teenager Bogtown. Was ist das denn für ein Vieh? Das ist, glaube ich, von einem einen Käfer-Pokémon die letzte Stufe. Und Käfer gegen Psycho. Das ist eine Rolldings, ne? Das hat dieselben Farben. Na komm, kriegst du. Giftschweif. Autsch, das war's, glaube ich. Kann man nichts machen, kann man nichts machen. Kannst du machen nichts. Musst du gucken zu. Pikulente sahnt die EP ab. Keiner was dagegen hat. Nein, ich habe Ruheort gemacht, ich Depp. Vielleicht. Naja. Er macht durch Beulen, Helm, Schaden und. Ich regeneriere mich. Fast komplett, oder? Komplett sogar. Okay, es war alles so gewollt. Fliegen. Käferbiss. Wenn es wirklich ein Käfer-Pokémon ist, hält er wohl nicht viel von Flugattacken. Was, er ist schon down? Ich fliege empor. Hast du noch ein Pokémon? Schnuthelm. Okay. Nehmen wir erstmal das. Ah! Und Megasauger hinterher. Schade, Marmelade. So gut wie kaputt. Den kriegst du doch, oder? Da bringt er dein Schutzschild jetzt auch nicht so... Okay, bringt ihm viel. Babs. Na also, so wird ein Schuh raus. Du bist kein gewöhnlicher Trainer. Nein, du bist ein sehr starker Trainer. Endlich mal welche, die es einsehen. Ach, das ist eine Höhle? Ach, Quatsch, ich bin so ein... Das ist keine Höhle, nein. Aber ein Trainer.
Beim Reihunkampf wechseln ständig die Positionen der Pokémon. Während dir der Kopf davon schwirrt, werde ich den Sieg einfahren. Echt? Machen wir einen Reihunkampf? Ich würde's feiern, Till. Alter, was hat er für drei Viecher? Ich finde es immer gute Abwechslung, kann man öfter machen. Oh, ein Flitiano. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, meine drei dürfen. Ja, da kannst du beim Dreierkampf kannst du echt nicht auf alles achten, finde ich jetzt. Knirscher ist wohl nicht schlecht. Na komm. Okay, man. Und die gegnerischen Pokémon sind alle Level 32, also kann sich durchaus sehen lassen. Tschüss, Mann. Und Pikolente, die werden alle gelevelt hier. Überragend. Heute, Alter. Krasse Sache. Ein Pokémon, drei neue Level. So, was soll Markus tun? Ich würde gerne kämpfen. Da steht Markus, ne? Also, nicht was soll Rockheimann tun, sondern was soll Markus tun? Das ist eine sehr gute Frage. Schaufler wird nicht verkehrt sein. Jum-jum. Würde mich interessieren, ob wir dann auf die letzte wechseln hinten. Leoparda. Nope. Erstmal die Gegner vernichten. Two-Hit-Kill damit. Aber ganz gemütlich. Läuft, oder? Läuft. Schön. Ohne KP-Verlust bisher. Tadellos. Was machen wir mit dir noch? Felsgrab. Für die Quote. Ich glaube, ich würde keins von all meinen Angriffen in die Pfanne hauen, aber man kann ja tun, was man tun kann. Betztiere klauen, alles klar. Hätte es besser gefunden, wenn man halt wirklich einen Dreierkampf einfach macht. Dass alle drei Pokémon angreifen können pro Runde. Aber das wäre zu viel verlangt, glaube ich. Nomsen. Und das Felsgrab hinterher. Verdammte Gewissheit. Alter! Überlebt und wird geheilt. Ich hasse das. Ja. Dampfwalze, los! Gib ihm den Rest. Plag dich noch. Wunderbärchen. Okay, mal sehen, wo uns die Reise noch hinführen wird. Wir haben einiges geschafft, die Stadt erkundet und einige Trainer gebasht. Im nächsten Part geht's weiter. Ja, also wieder einschalten, ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Bis dann und ciao.